Das Wort für den heutigen Donnerstag, 24. März. Am 24. Februar begann der militärische Einmarsch der Sowjets in die Ukraine. Mittlerweile sind 10 Millionen Menschen auf der Flucht. Jeder vierte Ukrainer ist nicht mehr in seinem Zuhause. So viele Städte sind schon komplett zerbombt. Und da heißt das Wort aus dem Alten Testament, Psalm 143, 5. Vers: Ich denke nach an die früheren Zeiten. Ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Und Maria sagt im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel, im Vers 54 folgende: Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und auch heute gibt es Gedanken von Georg Schmid, der bittet: Komm, wie du damals gekommen, vor 2000 Jahren. Bleib nicht im Buch der Frommen, tritt in mein Leben ein. Tritt in unser Leben ein. Mach dich sichtbar und errette Gott, die sonst nicht mehr weiter wissen.